Wir stellen uns ganz klar entschieden gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir fordern, dass die russischen Truppen unmittelbar zurückgezogen werden, bevor noch mehr Blut vergossen wird. Wir sagen ganz klar, wir stehen solidarisch an der Seite aller Geflüchteter. Wir fordern ein Bleiberecht für alle, ein Leben in Sicherheit. Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, liebe Friedensfreunde, ich stehe hier heute für die Friedenskooperative Münster. Doch auch bei uns gibt es unterschiedliche Positionen. Trotzdem sind wir uns in den wesentlichen Punkten einig. Wir sind uns einig in unserer Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und allen, die an den Folgen dieses Krieges leiden. Wir begrüßen die bedingungslose Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in die EU. Gleichzeitig fordern wir das Ende der rassistischen Ausgrenzung anderer Flüchtlinge an den Grenzen der EU. Gestern hat mich ein irakisches Mädchen gefragt, das mit den Eltern vor dem Krieg im Irak geflohen ist und hier lebt. Warum regen sich die Menschen jetzt so auf? In anderen Ländern ist doch auch Krieg. Auch die Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze flüchten vor einem Krieg. Auch sie verdienen unsere Solidarität. Wir sind uns einig in der Verurteilung der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine. Für Krieg gibt es keine Rechtfertigung. Die NATO ist nicht unschuldig, aber die russische Regierung hat das Völkerrecht gebrochen und einen nicht zu rechtfertigenden Angriffskrieg begonnen. Wir wollen als Friedensbewegung darauf hinweisen, dass Krieg und Militär keines der wichtigen Probleme der Menschheit wie Hunger, Vertreibung, Flucht, Klimakatastrophe und soziale Ungleichheit lösen wird. Es kann auch im Ukraine-Russland-Krieg nur eine politische Lösung auf der Basis der Prinzipien der ungeteilten gemeinsamen Sicherheit geben. Wir fordern deshalb die sofortige Rückkehr an den Verhandlungstisch. Die Bombardierungen und alle weiteren militärischen Aktionen müssen sofort gestoppt werden. Wir fordern eine Neuaufnahme des NATO-Russland-Dialogs zur Erneuerung einer stabilen europäischen Sicherheitsarchitektur mit verbindlichen Sicherheitsgarantien für alle Länder. Auf jede militärische Eskalation, weitere Großmanöver und Stationierung von Waffensystemen auf Seiten von Russland und der NATO muss verzichtet werden. Wir fordern sämtliche Staaten auf, endlich die todbringende Spirale von Rüstung und Gegenrüstung zu durchbrechen. Wir fordern das Ende der atomaren Aufrüstung und eine Rückkehr zu den gekündigten Abrüstungsprogrammen. Wir fordern von der deutschen Bundesregierung keine Waffenlieferung in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern von Deutschland die Lieferung von Panzern gefordert. Für mich ist die Vorstellung, dass wieder deutsche Panzer auf Russen schießen, unerträglich. Wir fordern von der Bundesregierung
keine weitere Aufrüstungsrunde. Abrüsten statt aufrüsten. Das am vergangenen Sonntag beschlossene 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr soll unter anderem in neue Waffensysteme wie bewaffnete Drohnen und Jagdbomber fließen. Nach Wunsch des Bundeskanzlers Scholz soll dieses Sondervermögen im Grundgesetz abgesichert werden. Damit würde die Intention der Mütter und Väter des Grundgesetzes für eine friedliche Nachkriegsordnung ad absurdum geführt. Dieses Geld fehlt im Gesundheitswesen, es fehlt in der Bildung, es fehlt bei der Bekämpfung des Klimawandels. Wir vernichten die Zukunft kommender Generationen. Dieser Krieg, jeder Krieg, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Lasst uns gegen den Krieg und gegen Militarisierung für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit auf die Straße gehen. Vielen Dank.